Fledermaus. Fledermaus. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Eine Krabbe. Ein Krebs. Tot. Tot. Ja, das sieht aus wie der Sensenmann. Gespiegelt, wie ich finde. Schrecken, Angst. Sagen Sie mir die Wahrheit, Doc. Wie schlimm ist es? Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Fraglich, ob es hilft. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Schlimm ist, ich kann ihn irgendwo sogar da verstehen. Also. I don't know. Ja, 16 Uhr. Bock zu spielen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ist irgendetwas schon? Ein Spielplatz mit einem fucking Karussell, was? Nein, mir geht's gut. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Gibt solche und solche Tage. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Gewichtsunterschiede sind zwar ein bisschen übertrieben, aber gut. Komm, Dad, lass mich fliegen! Haja!
Und Haya! Und Hoppa! Und Wupp! Im Hintergrund sieht man sogar leichten Regenbogen. Das finde ich voll schön irgendwie. Das ist immer noch interessant. Das ist ein Spielplatz mit einem fucking Karussell. Das habe ich auch noch nie erlebt. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ich mach schon so schnell ich kann! Das ist alles, was ich kann! Schneller! Schnell! Ist trotzdem schön, dass er Spaß hat. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Die haben hier ein verdammtes Karussell. Ich meine, was zur Hölle? Können wir aber offenbar nichts mitmachen. Schaukeln sind fucking badass. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Achtung, er kommt aus dem anderen Bildschirm. Und hui! Los, Dad! So schnell wie du kannst! Hui! Das ist noch echt verdammt geil irgendwie. Das sind so wirklich diese, noch diese kleinen Freuden des Lebens irgendwo. Das war cool. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Gehen wir besser. Na, es fängt schon an. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Leider können wir die Zeit nicht einfach zurück... Ey! Kleines Kind, pass doch auf! Ey, sag mal! Der ist echt wie ein wildes Pokémon, was nur Tackle drauf hat. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ich übernehme das. Es geht, Dude. Einmal. Ein Dollar. Hat er ihm gerade einen Zehner gegeben? Sah zumindest so aus.
Ich finde es immer noch krass, dass es hier da halt ein, auf dem Spielplatz ein ganzes Karussell gibt. Ich meine, ich komme aus Hamburg, hier ist sowas, ja. Bei uns gibt es hier sowas nur auf dem Dom. Hamburger Dom. Geilste Sache überhaupt, muss ich auch mal wieder hin eigentlich. Dude, Blackout jetzt zu haben ist nicht so gut. Wow! Holy! Das ist schon wieder dieselbe Straße. Hier vor. Oh mein, was? Sean! Scheiße, nein! Sean! Sein Rucksack! Sean! Scheiße! Scheiße! Das Licht an. Sorry. Scheiße, nein. Nicht auch noch Sean. Dienstag, 19:55. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. And I'm chillin. Ja, erstmal. Ist richtig. The fuck? What the fuck? Ich hab die coolsten Spielsachen überhaupt. Fuck everything. Und der ist auch nur... What the fuck macht der Kerl da? Das ist bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Ich sehe, glaube ich, wirklich aus wie ein Vollidiot. Ich nehme das besser. Ich glaube, ich sehe einfach nur aus wie ein Vollidiot damit. Oh Mann. Ist das schlimmer als im ersten Wartezimmer hier. Du hast einen Termin und wartest trotzdem 2 Stunden.
Der Meinung bin ich auch. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Oh, Captain, Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es hey, passt. Guck mal, da war Captain Arschloch. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja. Ja, heute Morgen. Bedauerlicherweise. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Ja, er ist ein richtiger Künstler. Wir sollten ihm eine Award geben. Die Presse winkt davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Ich glaube, es geht mal eher darum, diesen Kerl zu killen. Diesen Kerl zu fassen. Und nicht um die Presse. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Danke, Mr. Glatzkopf. Wenn das Polizeiarbeit ist, ne? Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Jawohl, Captain Gronk. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Sorry, sein Bart hat mich irgendwie gerade kurz an ihn erinnert. Tut mir leid. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ach Gott, warum nicht? Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Captain Perry! Wir haben Glück, dass er kein Schnabeltier ist. Sorry. Also bei manchen Sachen kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Bah! Falsch abgebogen. Bah! Nein! Mensch, geh da durch. So, danke. Sorry, ich hing fest. Das ist mein Büro. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Wie wäre es mit einem vernünftigen Büro? Das Ding sieht aus wie eine Abstellkammer. Eine Abstellkammer in einem baufälligen Haus. In der Wüste. Zeit zu arbeiten. Na, was soll's. Ich hab eine Cyborg-Brille. Fuck this. Gott, ne. Die Spinnen sind wahrscheinlich hier größer als die Tische. Das passt doch schon besser. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Stuhl auf einmal unter mir zusammenbricht. Cyberbrille. Und Cyberhandschuh. Schritt 1.
das Büro wechseln. Das sieht interessant aus. Oh ja. Yeah. Oh fuck the hell yes. Wie ist damit? Auch nice. Ja, ich wollte schon immer mal auf dem Mond in der Wüste arbeiten. Nee, komm. Das war ich noch am besten. Zack. Ja doch, das finde ich noch am geilsten, muss ich sagen. Das sieht wirklich Hammer aus. So. Und piss off. So. Reifenspuren. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Chevrolet, ja. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Origami-Geschäfte? Ich meine, die Dinger kannst du selber machen. Muss nur wissen, wie. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Symbol of Innocence. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Na, war zu erwarten. Das ist echt verdammt cool. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Der Kerl macht seinen Job leider ziemlich gut. Keine Daten. Hätte ja sein können. Wupp. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Was lernen wir dabei, Kinder? Geht niemals bei Regen außer Dings. Weg damit. Sollten schließen. Was meinte Captain Perry nochmal? Wir sollten... Oh mein Gott. Ist das meine Hand? Ich habe keine Ahnung mehr. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht.
Ja, ich glaube, das ist besser. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ja, gut. Ist es da irgendwas, was ich gebrauchen könnte auf dem Tisch? Nee. Ich bin echt ziemlich... Werden keine Drogen genommen, verdammt nochmal. Oder was auch immer das war. Tripto? Ist alles in Ordnung, Sir? Keiner. Keiner darf es sehen. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Geh da ganz normal. Halt deine verfickte Hand still, Digga. Und geh da hin. Ich hab... Wow. Okay, okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz so gar nicht. Gucke da. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Scheiße. Es war ungefähr... Uhr 45. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Sie war grün, richtig? In grün. Und eine Hose. In schwarz. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Wenn ich mir jetzt erzähle, dass ich einen Blackout hatte. Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Nennen wir es Panik. Keine Ahnung. Ich war in Panik. Ich weiß es nicht. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Maas? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Ja. Es bringt nichts, hier zu lügen. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Scheiße. Oh, das muss grauenhaft sein, wenn man nichts machen kann. Haben Sie was? Nicht Nein, wirklich. Noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist?
Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Leider. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Okay, das war unter der Gürtellinie. Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. So Momente wie diese, wo man leider nichts tun kann. Also zu hoffen.